Nachdem ich so fest gedrückt habe, ist mir so ein gequälter Furz hinten rausgekommen. Und dann vielleicht noch so viel Pipi. Und das wollte ich irgendwie nicht verpacken und das erwähnen. Aber jetzt, wenn wir schon mal da sind, dann können wir es so erwähnen. Ey, ich muss zum Arzt, Mann. Pipi machen, weißt du? Ja, Mann! Und ich habe wieder Bauchweh, ja. Dann sie wollen von mir UP, ja. Pullen vor der Dupe, ja. Urin für sich wie nuklear. Ist eine wahre Geschichte, leider. Sehr wahr, ja. Und sehr traurig. Ich hatte ein bisschen Frust auf gewisse Menschen, dass es so weit kommen musste. Klar, man hat immer noch ein bisschen Selbstschuld an dem Ganzen. Ich musste humorvoll damit umgehen, damit ich es akzeptieren konnte. Scheiß Beschluss von der Richterin, die dumme Gans. Jetzt soll es clean werden oder Gummischwanz. Wenn du jemals in diese Situation kommst, hast du genau zwei Entscheidungen. Entweder du gehst den geraden Weg oder du nimmst den Gummischwanz. Die Gummischwanze sehen relativ echt aus. Das hat bei vielen von meinen Kollegen funktioniert. Ja. Er steht hinter mir und wartet auf mein Pipi. In einem Plastikbecher, direkt aus meinem Zippi. Ist jetzt fertig? Ich sag klar, mein Sohn. Gib ihm den Becher so, als hätte ich Parkinson. Zippi, für die Leute, die es nicht wissen, das heisst, das ist das männliche Glied. Auf Arabisch, also Schnäbi. Auf Schweizerdeutsch. Die wahre Geschichte war, er ist hinter mir gestanden. Und es ist einfach nichts rausgekommen, weil ich seinen Atem im Nacken gespürt habe. Und nachdem ich so fest gedrückt habe, ist mir so ein gequälter Furz hinten rausgekommen. Und dann vielleicht noch so viel Pipi. Und das wollte ich irgendwie nicht verpacken und das erwähnen. Aber jetzt, wenn wir schon mal da sind, dann können wir es so erwähnen. Und ich packe ihn wieder ein wie eine Kabelrolle. Mache die Türen auf und laufe Richtung Garderobe. Dreh mich um und sage Adieu miteinander. Lauf nochmal zum Arzt und sage ihm Adieu mit der Hand. Kabelrolle ist halt ersichtlich. Araber, ich, ja, oder? Kabelrolle. Checkst. Dreh mich nochmal um und sage ihm Adieu mit der Hand. Ich habe mir die Hand nicht nochmal gewaschen und habe ihn gezwungen, mir nochmal zu tanken. Als Racheakt. Denn ich kann jetzt Bier saufen. Man sieht sich dann in 4 Wochen. Yeah. Und ich habe wieder Bauchweh.